Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch einen Zweiteiler zum Thema Innenarchitektur, Interior Design. Wir machen das am Beispiel eines Hotelzimmers, eines Bettes, wie man so etwas mal skizzieren kann. Das ist das Ergebnis, was ihr gesehen habt. Und wir beginnen natürlich mit der Perspektive, dass wir uns so die Horizontlinie andeuten, zwei Fluchtpunkte und dann daraufhin als erstes natürlich das Bett aufbauen. Das Bett ist dann für uns erstmal eine Grundform, ein Rechteck und das wird dann sozusagen der zentrale Punkt des Raumes, auf dem dann alles andere ausgebaut wird. Für ganz am Anfang vielleicht auch schon mal der Hinweis, wenn ihr das Ganze beruflich macht, ihr seid Innenarchitekten, Interior Designer, Raumausstatter, dann könnt ihr solche Sachen natürlich bei uns als Fortbildung und Workshop lernen, entweder bei uns vor Ort oder wir kommen zu euch ins Unternehmen oder ihr macht das natürlich für einen studienvorbereitenden Kurs, möchtet in dem Bereich studieren, dann könnt ihr das Ganze als Mappenvorbereitungskurs bei uns machen und habt dann, wie bis jetzt auch, eigentlich eine hundertprozentige Erfolgsquote sicher. Bis jetzt haben wir jeden Studium bekommen und da freuen wir uns, wenn wir das bei euch auch erreichen. Hier ganz kurz noch zu der, also im ersten Teil, wie ihr seht, machen wir eine reine Bleistiftskizze. Das heißt, wir erarbeiten uns die ganzen Bereiche, was wir jetzt hier sehen, sprich das Bett, die Nachtschränkchen, Leuchten, die natürlich perspektivisch ein bisschen kleiner werden. Und im zweiten Teil, was dann morgen kommt, werden wir das Ganze noch einmal mit ein bisschen Farben ausarbeiten, ganz schnell. Also hier durchaus dann nochmal der Raum, man sieht, wie sich dann aufteilt. Und dann machen wir mal eine Bettdecke, das heißt, wenn ihr da sowas mal skizziert und überlegt, wie sieht das denn aus, was ist denn da auf dem Bett drauf, kann man dann das Ganze hier leicht auch anskizzieren. So, da liegt die so ein bisschen drüber. Wenn man das dann farbig macht, wenn wir das morgen machen, dann werdet ihr sehen, wie viel das eigentlich ausmacht. So, und dann kommen hier die Linien und die Bereiche. So, da kann man noch so ein bisschen was anderes nochmal andeuten, einen Schrank im Vordergrund. Mit einem Glas Wein vielleicht, was hier vorne steht. Von der Komposition, sodass man so dadurch ein bisschen mehr die Tiefe ausarbeiten kann. So, dann werden jetzt hier vielleicht mal so Paneele oder Lederelemente, Stoffelemente, wie das dann mal auch gerne gemacht wird, ein bisschen angedeutet, abgerundet, sodass der Look eigentlich des Zimmers dadurch jetzt deutlich klar wird und oben wird der Raum dann noch ausarbeitet, sprich die Decke, Fenster und so ein paar kleine Details, die uns dann helfen, den Raum noch ein bisschen besser zu verstehen. Also das ist eine klassische Zweipunktperspektive. Ihr könnt das dann wirklich sehr, sehr, sehr einfach bei uns lernen. Also wir bringen euch so etwas dann schon wirklich nach einem Tag, könnt ihr solche Sachen eigentlich ganz grob entwerfen und dann bei einem zweiten, dritten Tag geht es dann wirklich um die Details, Feinarbeit, Marker, Koloration, damit das auch wirklich sehr, sehr, sehr einfach funktioniert. Also wie gesagt, das ist der erste Teil. Da werden wir eigentlich fertig mit dem Raum. Morgen geht es weiter. So wird es dann aussehen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für die positiven Bewertungen. Und ansonsten schaut auf akademieruhe.de, also Online-Kurse, akademieruhe.de. Hier ist nochmal der Hinweis oben für die Fortbildung oder Mappenvorbereitungskurse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Akademie-Ruhe-Team.